Ich möchte Ihnen heute erklären, wie man eine Fahrkarte der Deutschen Bahn am Automaten kaufen kann. Ich möchte eine Fahrkarte von Köln nach Bochum kaufen. Ich habe den Fahrkartenautomaten in Rösrath-Stümpen. Ich muss einen neuen Startbahnhof eingeben. Das ist der Bahnhof, von dem ich abfahren möchte. Ich tippe also am Automaten Köln Hauptbahnhof ein. Dann muss ich das Ziel eingeben. Ich tippe Bochum Hauptbahnhof. Jetzt muss ich überlegen, ob ich eine einfache Fahrt haben möchte oder ob ich eine Hin- und Rückfahrt kaufen möchte. Ich möchte nur nach Bochum fahren. Deswegen suche ich eine einfache Fahrt aus. Das ist hier in grün. Dann überlege ich, ob ich in der zweiten Klasse fahren möchte oder in der ersten Klasse. Ich nehme die zweite Klasse, das kostet weniger. Dann kann ich auch noch aussuchen, mit welchem Zug ich fahren möchte. Ich habe ausgesucht alle Zugtypen, also mit jedem Zug möchte ich fahren. Ich kann auch sagen, alle ohne ICE. Dann nehme ich nicht den ICE. Dann ist es auch ein bisschen preiswerter. Also es kostet etwas weniger. Wenn ich alles fertig ausgesucht habe, dann tippe ich auf Weiter. Wenn ich etwas falsch ausgesucht habe, auch vorher, dann komme ich mit zurück immer wieder auf die Seite davor. Jetzt muss ich sagen, um wie viel Uhr und an welchem Tag ich fahren möchte. Ich habe hier in grün Abfahrt und darunter in grün ab sofort. Suche ich einen Zug, der sofort fährt, ist das in Ordnung. Möchte ich aber später fahren, dann muss ich auf heute umtippen. Möchte ich erst morgen fahren, dann tippe ich auf morgen um. Und wenn ich einen anderen Tag haben möchte, dann tippe ich auf anderes Datum. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auf Weiter tippen. Ich habe ausgesucht, dass ich heute fahren möchte und ich kann jetzt die Uhrzeit auswählen. Ich möchte heute um ungefähr 17 Uhr fahren. Dann tippe ich hier auf 17 Uhr. Am Automaten sehe ich jetzt das Datum und die Uhrzeit, die ich ausgesucht habe. Ich kann auch bei der Uhrzeit, zu der ich fahren möchte, aussuchen, ob das die Uhrzeit ist, bei der ich in Köln abfahren möchte oder
ob das die Uhrzeit ist, bei der ich in Bochum ankommen möchte. Wenn ich um 17 Uhr ankommen möchte, muss ich Ankunft und nicht Abfahrt bei der Suche eingeben. Aber für mich war jetzt wichtig 17 Uhr Abfahrt und nicht Ankunft. Deswegen habe ich das so ausgesucht. Wenn ich das doch nicht haben möchte, dann kann ich mit dem Kasten ändern, alles neu machen und ändern. Aber ich bin zufrieden, ich tippe jetzt auf Weiter. Jetzt kann ich aussuchen, wie viele Personen fahren sollen. Also wie viele Reisende es gibt. Das Grüne ist immer das, was ich ausgesucht habe. Ich habe ausgesucht, dass das für einen Erwachsenen gilt. Also ein Erwachsener möchte fahren. Ich kann auch aussuchen, dass noch ein Hund mitfährt. Aber ich möchte alleine nach Bochum fahren und das ist jetzt so in Ordnung. Ich tippe auf Weiter. Jetzt fragt mich der Automat, ob ich eine Bahncard habe. Mit der Bahncard kostet eine Fahrkarte weniger. Aber ich habe keine Bahncard. Keine Bahncard, keine BC steht hier, ist grün. Und das stimmt für mich. Ich tippe jetzt auf Weiter. Der Automat zeigt mir jetzt Züge, die ungefähr um 17 Uhr von Köln abfahren. Der Zug um 17.09 Uhr hat ein Problem. Das sehe ich an dem roten Ausrufezeichen. Ich kann nachsehen, was das Problem ist. Der Zug um 17.13 Uhr hat kein Problem. Wenn ich rechts auf den Pfeil nach unten klicke, dann zeigt mir der Automat noch mehr Züge an. Hier habe ich auf den Pfeil rechts unten geklickt und der Automat zeigt mir noch einen Zug an. Ich kann jetzt auswählen, welchen Zug ich nehmen möchte. Hinter den Zügen stehen auch die Preise. Es gibt verfügbare Sparangebote und es gibt einen Flexpreis. Die Sparangebote bedeuten, dass man nur diesen einen Zug nehmen kann und dass man den nicht wechseln kann. Ich habe jetzt auf den Zug um 17.09 Uhr geklickt. Ich schaue mir die genauen Informationen zu diesem Zug an. Ich sehe, dass er um 17.09 Uhr in Köln abfährt und um 18.20 Uhr in Bochum ankommt. In Essen muss ich einmal umsteigen. Das heißt, ich kann nur bis Essen fahren und muss dann einen anderen Zug nehmen. Und bei dem ersten Zug gibt es dieses Ausrufezeichen. Das heißt, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Ich tippe jetzt auf das I und schaue einmal, was das Problem ist. Jetzt sehe ich dieses Fenster.
Da steht EC8 Köln Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof. Es gibt Bauarbeiten. Unten steht, dass der Anschluss gefährdet ist. Der Anschluss heißt, der nächste Zug. Vielleicht bekomme ich den nächsten Zug nicht, weil dieser Zug zu spät ist. Es kann auch sein, dass der Zug ausfällt. Das sehe ich hier aber nicht genau, was passiert. Ich sehe nur, dass es Probleme gibt. Ich möchte nicht mit dem Zug mit Problemen fahren. Ich suche mir einen anderen Zug aus. Ich möchte mit dem Zug um 17.49 Uhr fahren. Ich kann jetzt aussuchen, welches Ticket ich haben möchte. Für diese Fahrt gibt es 4 verschiedene Tickets. Ich möchte mit Schöne Fahrt-Ticket Nordrhein-Westfalen für 20,40 Euro fahren. Wenn ich auf das I hinter dem Ticket klicke, dann sehe ich alle Informationen zu dem gewählten Ticket. Es gilt 2 Stunden lang, nachdem ich es am Automaten entwertet habe, also nachdem ich es abgestempelt habe. Ich kann damit in den Nahverkehrszügen fahren. Das sind Züge RE, RB und S-Bahnen. Ich darf damit in keinem Intercity fahren. Wenn ich die Information wieder zumache, sehe ich wieder die Zugverbindungen. Ich sehe, am 29.11. um 17.49 Uhr kann ich für 20,40 Euro fahren mit dem RE, also mit dem Regionalexpress. Das Ticket ist ein Schöne Fahrt-Ticket Nordrhein-Westfalen. Das möchte ich machen und ich klicke auf Weiter. Jetzt zeigt mir der Automat noch einmal alles zusammen an, was ich ausgewählt habe. Und ich muss 20,40 Euro bezahlen. Wenn ich damit einverstanden bin, dann tippe ich auf Bezahlen. Wenn ich merke, das ist nicht in Ordnung, dann kann ich, wenn ich auf Ändern tippe, noch etwas ändern. Ich möchte das gerne geschrieben haben. Ich kann mir meinen Reiseplan drucken lassen, damit ich das unterwegs immer lesen kann, wann mein Zug abfährt. Ich tippe also auf Reiseplan drucken. Das hier ist mein gedruckter Reiseplan. Also die Information, wann mein Zug fährt. So, ich hoffe, dass jetzt alle genau wissen, wie man eine Fahrkarte am Automaten kauft. Tschüss!